Mit diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr die Gruppen-Hotkeys in Enderal zu eurem Vorteil nutzen könnt. Angenommen, ich möchte diese beiden Einhandwaffen direkt mit einem Tastendruck auswählen können. Die normalen Skyrim-Hotkeys bieten da nicht sehr viele Möglichkeiten. Aber mit der Sky UI-Mod habe ich die Möglichkeit, deutlich effektivere Tastenkombinationen zu erstellen. Hier unten seht ihr, welche Taste ihr drücken müsst, um die entsprechenden Items zu favorisieren. Dieses Standard-Favoritenmenü ist zwar, glaube ich, auch durch die Sky UI-Mod modifiziert, aber das wird ja jeder kennen. Ihr könnt ja auch eure Tasten zuweisen. Problem ist an der Sache, dass ich halt standardmäßig, wenn ich jetzt 1 oder 2 drücke, dass er die Waffe immer in die eine Hand nimmt, immer nur in die Haupthand. Wenn ich das Ganze anders machen möchte, nehme die bloß nochmal raus, damit die Standard-Hotkey-Tasten weg sind. Dann kann ich eine Gruppe verwenden. Ihr habt hier in eurem Favoritenmenü diese 8 kleinen Kästchen hier unten. Und das sind nochmal wie separate Tasten, die ihr euch zuweisen könnt und mehrere Items da reinlegen könnt. An dem gelben Symbol seht ihr immer, wo ihr euch gerade befindet im Favoritenmenü. Das ist für die Übersicht eigentlich nicht schlecht, weil hier unten in den Gruppen kann man sich dann auch manchmal verlieren, wenn dann viele Items drin sind. Also da, wo quasi der gelbe Marker ist, da befindet ihr euch immer. Und ich werde jetzt diese beiden Waffen mal der Gruppe 1 zuweisen. Dafür seht ihr hier die Taste, welche ihr drücken müsst. Also einfach Mauszeiger jetzt hier über den Eisenstreitkolben, F gedrückt. Und dann kann ich entweder mit links oder rechts, also A oder D, oder auch mit der Maustaste die Gruppe auswählen. Gruppe bestätigen drücken. Das gleiche auch mit dem Schwert. Und jetzt sind beide Items in der Gruppe 1. Die Gruppen sind standardmäßig, also die ersten 4 Gruppen sind, glaube ich, vorbelegt für F1 bis F4. Und ihr könnt euch aber alle 8 persönlich zurechtstellen dann. Das könnt ihr in dem Mod-Menü machen, unter Mod-Konfiguration, Sky UI und dann unter Steuerung habt ihr hier eure Favoritengruppen und könnt euch da die Tasten selber zusammenstellen, auch für das Gruppieren, alles möglich. Und wenn ich jetzt also F1 drücke, dann habe ich beide Waffen in der Hand und kann das Ganze sogar noch personalisieren. Angenommen, ich will das Schwert in die andere Hand nehmen, dann rüste ich einfach die Waffe so aus, wie ich sie in der Hand haben möchte und kann dann T drücken und dann merkt er sich quasi die Handposition, die gerade hier angezeigt wird und zeigt dann auch hinter dem Gegenstand einen kleinen Buchstaben an, der dann anzeigt, wie das gespeichert ist. Also wenn ich die jetzt wieder weglege, dann hat er sich sozusagen gemerkt, dass das Schwert in die rechte Hand soll und der Kolben in die linke Hand. Und dann habt ihr im Prinzip jetzt einen Hotkey, mit dem ihr gleich eure beiden Lieblingseinhandwaffen ausrüsten könnt. Und das Ganze funktioniert natürlich auch für Zauber. Also das funktioniert für alles, was ihr in die Hand nehmen könnt. Und könnt euch da eure eigenen Kombinationen zusammenstellen. Das weiß ich hier, eine Seelenfalle, Zauber und dann Feuerball hinterher. Oder was auch ganz interessant ist, ist für Magier, dass ihr euch zum Beispiel den Feuerball gruppiert und den dann auf links-rechts speichert. Dann könnt ihr nämlich direkt mit einem Tastendruck auch den gleichen Zauber in beiden Händen auswählen. Normalerweise, wenn ich jetzt bloß den normalen Skyrim-Hotkey verwende, also die Taste 3 drücke, dann rüstet er immer nur einmal den Feuerball aus und ich muss die Taste zweimal drücken, um es in beiden Händen zu halten. Das ist zwar eine kleine Sache, aber kann im langen Spielverlauf viel bringen. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was man für die Bequemlichkeit braucht.
Man kann das Ganze noch auf die Spitze treiben und kann sogar ganze Rüstungssets wechseln damit. Wie weit ihr das machen wollt, ist natürlich euch überlassen. Man muss davon nichts tun, um in diesem Spiel Erfolg zu haben. Aber wenn ihr, so wie ich, ein Problem damit habt, zum Beispiel solche Items hier, das sind Items, die irgendwelche Boni bringen, und in dem Fall sind es zum Beispiel bessere Händlerpreise. Und im Normalfall würde niemand jetzt ein Item anlegen oder drei Items anlegen, wenn er in die Stadt geht zum Verkaufen, um dort bessere Preise zu erzielen. Aber wenn man sich das Ganze auf eine Taste legen kann, dann fällt da die Hemmschwelle schon sehr stark, finde ich. Und ich werde es jetzt einfach mal hier, diese drei Items, also die reduzieren alle zum Beispiel die Händlerpreise. Und wenn ich die jetzt alle mal in die Gruppe 4 zum Beispiel lege, dann kann ich, wenn ich F4 drücke, direkt meine ganze Ausrüstung wechseln. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit einer Robe machen, dass ihr euch einen Beschwörungszauber nehmt und eine Robe dazu, die halt die Mana-Kosten für diesen Zauber senkt. Und Problem ist natürlich, wenn ich jetzt wieder zu meinen Waffen wechsle, dass er sich dann die alte Ausrüstung, also dass er die Ausrüstung dann natürlich nicht wechselt, sondern bloß die Waffen in die Hand nimmt. Wenn ihr das noch haben wollt, dass ihr quasi fließend wechseln könnt, müsst ihr alle eure Ausrüstungen, die ihr tragt, entsprechend ausrüsten. Also ich müsste dann meine Rüstung, die ich standardmäßig anhabe, dann auf die Nahkampfgruppe sozusagen legen. Also alles, was ich in den Gruppen dann ändere, müsste ich sozusagen dann wieder rückgängig machen, indem ich dann meine alten Items wieder ausrüste. Je mehr Gruppen ihr anlegt, desto unübersichtlicher wird das Ganze natürlich. Das Problem ist, dass ihr jedes Item favorisieren müsst und im Prinzip gerade dieser Ausrüstungstab hier in dem Standard-Favoritenmenü ziemlich unübersichtlich wird. Aber wenn man sich fast alles auf die Hotkeys legt, dann braucht man dieses Menü ja dann eh nicht mehr. Das ist Sinn der Sache. Ihr könnt es auch mit Tränken machen. Was zum Beispiel auch sehr, sehr zu empfehlen ist, ist gegen die Schockmagier, also feindliche Magiewirker mit Elektrozauber. Da gibt es tolle Items, die den Schaden reduzieren, und da man den Blitzen eh nicht ausweichen kann, kann man sich dann auch ein Outfit anlegen, um die Schockresistenz zu erhöhen zum Beispiel. Und wenn ich dann auf einen Magier treffe, dann switche ich kurz um, und wenn ich dann mit dem fertig bin, gehe ich dann seine beschworenen Kreaturen an und wechsle wieder schnell in den Nahkampf oder sowas. Das muss man natürlich jetzt nicht machen, wenn einem das nicht gefällt. Ich meine, es ist ein bisschen arm auch, mitten im Kampf die Rüstung zu wechseln. Aber gerade für Handwerk oder Verzauberung, Alchemie, sowas, gibt es viele Items in Enderal, die Boni geben, und die würde sonst niemand verwenden, weil es einfach viel zu aufwendig ist, immer im Menü die Items zu wechseln, und keiner denkt dran. Aber wenn man sich sozusagen ein Stadtoutfit zusammenbastelt und dann daran denkt, dass wenn man in die Stadt geht, mal eine Taste zu drücken, und wenn man rausgeht, wieder eine Taste zu drücken, dann kann man schon megamäßig Boni mitnehmen. Ich meine, ich bin jetzt hier Stufe 28 und hab schon, na, wo steht's? Hab schon insgesamt 100.000 Groschen umgesetzt. Na, und wenn man dann einen Bonus von 20% auf die Händlerpreise einfach wegwirft, Geld ist knapp in dem Spiel. Also, oder zumindest am Anfang, so lange, bis man die Crafting-Klassen hoch hat. Ja, deswegen nutzt man alle Möglichkeiten, die man hat. Viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Gruppen.